Also überlegen, was hast du für Ziele für diesen neuen Zyklus? Was möchtest du einladen? Welche Werte, welche Gewohnheiten? Und das machen wir jetzt zusammen. Die erste Aufgabe, die ich dir stellen möchte, ist: Notiere dir oder geh in Gedanken durch, aber notieren ist in dem Fall tatsächlich sehr gute Wahl. Notiere dir 10 Menschen und 10 Ereignisse der vergangenen 4 Wochen, für die du dankbar bist, die du wertschätzt, wo du froh bist, dass du das erlebt hast, dass du diese Menschen getroffen hattest. Und so stimmen wir uns jetzt ganz sanft am Anfang dieses Videos auf eine höhere Energiefrequenz ein. Also, was sind die 10 Menschen, die 10 Erlebnisse der vergangenen 4 Wochen, für die du besonders dankbar bist? Ist das eine gewisse Gewohnheit, die du dir zur Routine machen möchtest? Was möchtest du erreichen?
Und was davon möchtest du einfach öfter jetzt in dem nächsten Mondzyklus tun? Also notier dir bitte als nächstes, was tut dir gut? Das können Gewohnheiten sein, wie Yoga oder Meditation. Das können bestimmte Menschen sein, Bücher, Musik, Filme, Essen. Fühl dich da völlig frei zu notieren, was tut. Der Traum meiner Katze ist es, dass ich jetzt mit dir spiele. Aber wie lauten deine Hoffnungen, Träume und großen Visionen? Und die letzte Frage: Was würde die beste Version deiner selbst tun? Die Version, die du gerne sein möchtest. Erfolgreich, mutig, frei, glücklich. Was würde die ganz konkret tun? Wie sieht dein Alltag aus? Was würde die beste Version deiner selbst tun? Und jetzt hast du dir gerade ganz viele Wünsche notiert. Und was wir jetzt im Folgenden noch tun werden, ist, in jeden dieser Wünsche einzutauchen oder diese Vielzahl an Wünsche zu nehmen und daran einzutauchen. Also schließ jetzt gerne deine Augen, wenn du das möchtest und wenn sich das gut für dich anfühlt, und visualisiere deine Ziele.
würdest du dich fühlen, wenn dein Wunsch sich erfüllt hat? Geh durch jeden einzelnen Wunsch, durch die Ziele, die du dir aufgeschrieben hast, die Werte und Gewohnheiten, was du erleben möchtest, was du erreichen möchtest, was dir gut tut. Denk an deine Hoffnungen, Träume und Visionen. Denk daran, was die beste Version von dir tun würde. Und dann spür da jetzt mal hinein, wie sich das anfühlt, wenn diese Wünsche sich tatsächlich erfüllen. Was du machst, wenn du dann durch jeden deiner Wünsche so durchgegangen bist und das für dich mal visualisiert hast, wie das aussieht, wenn dieses Ziel erreicht wurde von dir, dann lass diesen Wunsch, dieses Ziel in Liebe und Dankbarkeit los. Freu dich darauf, wenn es soweit ist, wenn es sich erfüllt hat. Und dann komm einfach ganz entspannt ins Hier und Jetzt zurück. Und dann hoffe ich, dass dir dieses Video gefallen hat, auch wenn die Hintergrundgeräusche heute etwas speziell waren. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann schenk mir sehr gerne einen Daumen hoch. Abonniere diesen Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Teile das Video mit jemandem, der heute zum Neumond vielleicht auch ein bisschen in sich kehren möchte und sich mit seinen Zielen auseinandersetzen möchte. Und komm gerne zu jedem neuen Neumond wieder hierher zurück zu diesem Video. Und dann hinterlass mir doch gerne einen Kommentar, wie dir diese Session gefallen hat, was du dir vielleicht für ASMR-Videos für die Zukunft wünschst.